neurologische Probleme sind Patienten mit Hirn- oder Rückenmarksverletzungen oder Krankheiten. Und dort übt man sehr alltagsbezogen. Es geht wirklich um Basisfunktionen, aufstehen, aus dem Bett rauskommen. Wenn ich umgehe, wie komme ich wieder vom Boden auf? Das ist super Sturzprophylaxe, wenn man weiss, wie man wieder aufstehen kann. Wie mache ich das daheim, wenn ich aufs WC gehe? Mit meiner Hirnverletzung. Das heisst, vielleicht, mir ist halbseitig gelähmt. Einfach möglichst Stürze vermindern oder vermeiden und die Selbstständigkeit fördern vom Patienten. Ist ein Gang Unsicherheit um? Wenn das so ist, dann schaut man, von wo kommt die Gang Unsicherheit. Also hat er ein Problem mit der Rumpfstabilität zum Beispiel? Also man kann sich gar nicht ausgleichen. Oder hat er ein Sensibilitätsproblem? Also spürt er gar nicht, wo er steht? Und dann tut man das nachher spezifisch üben. Also man macht zum Beispiel das Gleichgewichtstraining oder man übt Rumpfstabilität mit Übungen. Also wie ein anderer Patient auch.